Die entscheidende Frage in dieser Woche wird erstens sein, beruhigen sich die europäischen Märkte aufgrund dieser Turbulenzen um Frankreich, die ja in der letzten Woche ziemlich hochgepoppt sind? Kommt da eine Beruhigung? Ich sehe nicht so ganz, woher die kommen kann, denn die Wahlen, die erste Wahlrunde ist erst am 30. Juni, die zweite dann am 7. Juli. Bis dahin ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie komplett jetzt sich in Luft auflöst, denn eines scheint klar, der Rassemblée National, ehemals Front National von Le Pen, wie auch die Volksfront, also eine Sammelbewegung der Linken in Frankreich, dürften diese Wahlen für sich entscheiden. Wahrscheinlich die Rechten vor den Linken dann ziemlich weit abgeschlagen, die Partei von Macron. Und das bedeutet eben sehr wahrscheinlich, dass die Finanzmärkte ein ähnliches Muster zeigen werden, wie damals bei Liz Truss in Großbritannien, als die Renditen für US, nicht für US, sondern für britische Staatsanleihen nach oben geschossen war, Pensionsfonds sogar in Schwierigkeiten kamen. Und jetzt ist die Frage, wenn das so ist, dass die Märkte weiter sagen, also wir stimmen mit den Füßen ab, wenn das also in Europa weiter der Fall ist, dann ist die Frage, kann sich die Wall Street länger entziehen diesen Turbulenzen, denn wir haben dann zum Beispiel ja einen weiteren oder hätten dann einen weiteren Abverkauf des Euro. Dollarstärke wiederum ist insgesamt schon ein Problem, denn die Welt ist in Dollar verschuldet, das schafft Stress. Das könnte dann eben auch auf die Wall Street übergreifen. Am Freitag haben wir das kurz mal gesehen bei den Futures, dann aber wieder nach Eröffnung nach oben. Nvidia und Konsorten sei Dank, aber hier sehen wir mal Nasdaq letzte Woche 3,5% gestiegen, S&P 500 1,6% gestiegen, sämtliche europäische Aktienmärkte dagegen im Minus, Schweiz und UK noch mit am besten, am schlimmsten, Spanien, Italien und vor allem Frankreich mit über 7%. Wir sehen also dieses Auseinanderdriften. Wir hatten jetzt die schlechteste Woche seit Oktober bei den europäischen Aktienmärkten. Wir hatten die größte Outperformance der US-Aktienmärkte in Relation zu den europäischen Aktienmärkten mit 4% seit März 2023, also seit über einem Jahr. Und die Frage rechts, die Sie hier sehen in diesem Chart, wird der Euro diese Formation nach unten verlassen? Und wenn ja, dann wäre da richtig Luft nach unten für die Gemeinschaftswährung und alles hängt an dieser Renditedifferenz der Risikoprämie französischer Anleihen in Relation zu deutschen Anleihen, also OAT in Relation zu dem Bund, der Bundesanleihe, zumal jetzt eben die französischen Linken sich zu einer Volksfront zusammengeschlossen haben, das erste Mal seit 1936, damals Leon Blum. Wir sehen also, wie so viele Dinge wiederkommen aus den 1920er, 30er Jahren, Zölle, Volksfront gegen Faschismus, all diese Dinge und vor allem die französischen Linken, die planen jetzt eben gegen diesen Wachstumspakt zu agieren. Die wollen eine linke Agenda und das heißt die gleichmäßige Verteilung von Armut, könnte man vermuten, jedenfalls auf Pump das Ganze. Deswegen sind die Finanzmärkte aufgeschreckt, deswegen vor allem auch die französischen Banken im Fokus, denn die halten natürlich viel französische Anleihen. Wenn hier Stress im System ist, dann werden die besonders betroffen sein. Deswegen sollten sie achten eben auf diese OAT, auf die französischen Staatsanleihen. Und auf die Banken Société Générale, BNP Paribas und Crédit Agricole, das sind die drei Banken, die hier im Fokus sind und zuletzt ja deutlich auf die Mütze bekommen haben. Das Grundproblem mit Frankreich hatte ich genannt, das Land ist höher verschuldet zu seinem BIP als Griechenland, wenn man Staat, Haushalte und Firmen zusammenzählt. Und gleichzeitig ist jetzt oder sind jetzt die globalen Schulden um 40% alleine in 4 Jahren gestiegen auf nun 97 Billionen Dollar, wie Michael Hartnett von der Bank of America hier zeigt. 86 Billionen kommen noch oben drauf durch Corporate Debt und 55 Billionen durch Haushalte. Okay, ist ein bisschen schnell nach oben gegangen, könnte man sagen. Und die Frage ist, werden Schulden ein Thema, werden Schulden ein Problem, eben an Beispiel Frankreichs oder exerziert an der Problematik in Frankreich. Hier sehen wir mal den Cacaron rechts oben in diesem Chart. Der hat sich aus so einer solchen Formation nach unten aufgelöst. Der Dow Jones, den wir rechts hier links hier sehen oben, der war ja auffallend schwach zuletzt.
wird er auch diese Auflösung nach unten machen. Unten sehen wir den Weg, der eine Schulterkopf-Schulter-Formation, eine invertierte Schulterkopf-Schulter-Formation ausbildet, meine Damen und Herren. Und rechts den Eurostox, der an einer wichtigen Unterstützung ist. Wäre nicht erstaunlich, wenn er da erstmal ein bisschen nach oben abprallt, um dann aber vielleicht doch durchzugehen, also durchzufallen. Wenn wir jetzt mal zu den Amis kommen, dann sagen die, aha, alles super bullisch. Evercore erhöht jetzt sein Kursziel für den S&P 500 auf 6.000 und das von Julian Emanuel, der bislang sehr, sehr bearish gewesen ist. Goldman Sachs erhöht das Kursziel auf 5.600, also es kann nur nach oben gehen und wir sehen jetzt zwei Jahre in Folge, wo die Marktbreite so schlecht war, nämlich jetzt 2024 und 2023, wie zuletzt eben in der Dotcom-Blase. Kein Wunder, dass hier ähnliche Muster auftreten. Wenn KI sozusagen die neue Dotcom ist, dann ist natürlich eine strukturelle Ähnlichkeit durchaus gegeben. Natürlich sind die potenziellen Kunden von Nvidia, Microsoft, Google und wie sie alle heißen, extrem finanzstark, aber ich denke, wir haben viel zu viel Hype in dieser ganzen Geschichte. Wir sehen, wie gering hier diese Marktbreite ist und das sehen wir hier auch. Die Aktien, die über ihrem 100-Tages-Durchschnitt handeln, sind im Bereich 40, knapp über 40%. Wir sehen auf der anderen Seite Industriewerte in den USA. XLI ist das maßgebliche ETF aus dem Aufwärtstrend deutlich rausgefallen, aber wir hatten ja eine Apple zum Beispiel, die in der letzten Woche nur gestiegen ist bis auf Freitag mit immensen Call-Volumen, Optionsvolumen. Hier sehen wir das. Dadurch ist das möglich gewesen. Dadurch sind Nasdaq vor allem und auch S&P 500 gestiegen. Wenn wir nochmal zurückkommen jetzt zu einem Vergleich zwischen 2008 und 2024. Ich weiß, ich will jetzt hier nicht sagen, das muss so laufen, aber wir haben schon so ein paar strukturelle Ähnlichkeiten, kann sich völlig anders auflösen, heißt nicht, dass es so passiert, um das klar zu machen, aber ich finde es eben interessant, mal sich diese Strukturen, diese Chartstrukturen anzuschauen, die Sie hier sehen, 2008 und 2024 beim Dow Jones, während die Magnificent Seven jetzt erstmals die Marke von 15 Billionen Dollar überschritten haben, vor allem eine Nvidia ja für gute 40% inzwischen des Anstieges des S&P in diesem Jahr zuständig. Apple kam jetzt noch oben drauf, weil die plötzlich KI entdeckt haben oder die Märkte entdeckt haben, dass Apple KI entdecken könnte. In der Summe sehen wir aber, dass der breite Markt überhaupt nicht mitmacht. Wir haben 17 der letzten Handelstage sind die gleichgewichteten Aktien, der Equal Weight Index, wo also der S&P, wo alle gleich gewichtet sind, alle Aktien gleichgewichtet sind, in 17 der letzten 19 Handelstage gefallen. Nicht typisch für einen Bullenmarkt. Wir sehen, 46% der Aktien handeln nur noch über ihrem 100-Tages-Durchschnitt hier rechts in der Grafik. Das geht weiter nach unten, während der Index weiter nach oben geht. Das heißt, dieser Markt ruht auf diesen wenigen Aktien, die jetzt die 10 größten 37% der kompletten Marktkapitalisierung. In 1999 hatten wir einen Peak bei 26% gemacht und Nvidia auch hier wieder ein wunderschönes Beispiel. Schauen Sie sich mal das Call-Volumen an. Wir hatten vorher im März diesen Jahres das höchste Call-Volumen an einem Tag mit 5 Millionen und haben am Freitag mal eben knapp 10 Millionen gemacht. Wir sehen also, wie das Volumen hier nach oben geht in Calls. Das Volumen an den Aktienmärkten insgesamt geht nach unten, aber das wird immer mehr sozusagen veroptioniert, diese ganze Geschichte. Und das Lustige ist, nachdem es ja den einen oder anderen Zweifel gibt, dass Nvidia ein bisschen nachhilft bei seinen Umsätzen, indem man praktisch eigene Firmen seine eigenen Chips kaufen lässt, diese Chips dann als Sicherheit hinterlegt werden für den Kauf dieser Chips auf Kredit, ist jetzt vielleicht ein Treppenwitz der Geschichte, dass Nvidia damals Enron im S&P 500 ersetzt hat, nachdem Enrons Betrugsskandal aufgeflogen ist. Wir haben diese großen Werte, Microsoft, Nvidia, Amazon, wie sie alle heißen, die sollen deutlich wachsen, 36% oder 38%, während die anderen Aktien, und das erklärt natürlich vielleicht auch ein Stück weit dieses Auseinanderklaffen, die 495 anderen Aktien im S&P 500, deren Earnings per Share, deren Gewinne pro Aktie werden schrumpfen um 5%, so die derzeitige Erwartung. Also wir sehen dieses komplette Auseinanderklaffen. Jetzt dürfte erstmal auch liquiditätsmäßig eine gute Zeit anbrechen. So Andreas Steno Larsen, ohnehin haben jetzt
Ausländer extrem viele amerikanische Assets gekauft in letzter Zeit. Aber wir sehen in der letzten Woche den größten Abfluss vor der Fed-Entscheidung aus US-Equity-Funds, also aus Fonds, die US-Aktien abbilden, seit 18 Monaten. 21,93 Milliarden Dollar. Und wir sehen hier nochmal rechts diesen Breath, also diese unfassbar schlechte Entwicklung der allermeisten Aktien angesichts der Tatsache, dass die Indizes ja auf Allzeithoch stehen. Was wird die Fed machen? Die wird vielleicht im Dezember die Zinsen senken, so jetzt Kashkari, Neil Kashkari am Wochenende. Wir sind gut positioniert, dass wir uns Zeit lassen können, so der Notenbanker jetzt in einem Interview mit Bloomberg. Und wenn wir jetzt mal die USA verlassen wieder und nach China kommen, dann sehen wir wieder katastrophale Immobiliendaten. Die neuen Hauspreise in 70 Städten sind 0,71% gefallen zum Vormonat. Das ist ein ziemlich dicker Schluck aus der Flasche. Die Existing Homes, also die bereits bestehenden Immobilien, sind 1% gefallen. Das ist der größte Fall seit mindestens 2011 in einem Monat. In einem Monat 1% ist eine Menge Holz, und das ist genau das Problem. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel die Retail-Sales besser waren mit 3,7 statt 3,0% erwartet, hat doch die Industrieproduktion ein bisschen enttäuscht. Auch die Bauinvestitionen, Fixed Investment, etwas schwächer. Der Yuan auf dem tiefsten Stand seit November zum Dollar jetzt. Was ich sagen will, meine Damen und Herren, solange der Immobilienmarkt nicht sich erholt, sondern weiter fällt, wird die chinesische Konjunktur sich nicht erholen können, denn daran hängt letztendlich alles. Wir sehen auch hier mal die Nachfrage Chinas nach Kupfer. Die geht nach unten, und das dürfte eben auch mit der Krise im Immobiliensektor, am Bausektor zusammenhängen. Wenn sozusagen weniger gebaut wird, wenn eine solche Branche in der Krise ist, brauchst du auch solche Metalle wie Kupfer weniger. Unterdessen hat jetzt der gute Xi Jinping, der Uschi, gesagt, der Flinten-Uschi, du pass auf Uschi, hat er gesagt, der Xi, pass auf Uschi, ich habe ja gar nicht vor, Taiwan zu erobern, gell? Das ist ja alles Propaganda von den Amerikanern. Nicht schlecht, der Xi, also Humor hat dieser Mann, denn er selber hat ja mehrfach gesagt, wir werden uns Taiwan holen, ob kriegerisch oder friedlich, aber wir werden es uns holen. Dementsprechend eine, wie ich finde, durchaus humoristische Aussage von Xi Jinping, und Humor ist der deutschen Stärke nicht, sagt man, aber in Sachen Energiepolitik, da haben wir eine gewisse Form von zynischem Humor, könnte man sagen. Aber die anderen sagen, ja, die Deutschen, lass die mal ein bisschen zirpeln, denn wir haben jetzt etwa, Schweden hat den Stromexport über eine Stromtrasse jetzt untersagt, nicht genehmigt. Das sollte nach Güströ, da Mecklenburg-Vorpommern, kommen. Ist jetzt nicht genehmigt worden. Warum? Weil die sagen, naja, wir brauchen unseren Strom ja selber, sonst könnten die Strompreise bei uns steigen, das wollen wir nicht, gell? Und die Deutschen sind ja so blöd, dass sie alles abschalten, was irgendwie nicht auf den Baum kommt, weswegen wir mit Italien, mit UK, oder ist das Italien, muss ich nochmal hinschauen, Polen ist es, glaube ich, jedenfalls sind wir einer der Staaten in Europa, die am meisten Strom importieren seit April, praktisch letzten Jahres. Warum? Weil wir halt großartigerweise unsere Atomkraftwerke abgeschaltet haben. Bill Gates wird jetzt offenkundig sehr groß investieren in diese Atomkraftwerke. Und so langsam haben die Deutschen vielleicht ein bisschen die Schnauze voll von dieser, wie soll man sagen, ideologisch geprägten Politik. Die Grünen jetzt in der neuesten Umfrage auf dem tiefsten Wert seit vielen Jahren mit 11%. Ricarda is not amused, aber immer mehr Deutsche haben Schulden und können sich, auch die Mittelschicht, und können sich offenkundig diese Experimente, wie der Roberto Habeco gesagt hat, nicht mehr leisten. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Die Optionen zeigen ganz klar die Nervosität bei Aktien und dem Euro. Warum das so ist, was Sie daraus ableiten können. Erste Empfehlung, gerne auch weiterempfehlen bitte. Zweite Empfehlung. Wie lange kann die Rallye der US-Aktienmärkte noch laufen? Da ist schon ein bisschen beste aller Welten derzeit eingepreist. Zweite Empfehlung, und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren.
Ich hatte gestern ja, der André Stacke hat mit mir ein Webinar gemacht. Wer das nochmal anschauen will, der findet den Link hier unter dem Video, damit Sie dann in aller Ruhe sich das nochmal reinziehen können. Meine Damen und Herren, also drei Empfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.